So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum ersten Video 2021. Ich habe gedacht, ich schalte mal die Kamera so ein, dass ihr mich mal wieder seht und wollte euch als allererstes natürlich ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr 2021 wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle ganz gut reingerutscht und hattet alle einen schönen Jahreswechsel, soweit er eben dieses Jahr umsetzbar war und soweit es eben dieses Jahr möglich war. Ich hoffe auch, ihr habt eure Weihnachtsfeiertage gut rumgebracht und hattet ein schönes Weihnachtsfest gehabt. Wir hatten beides eigentlich ganz ruhig und ganz toll eigentlich. Ich war jetzt zwischen den Feiertagen so ein bisschen out of order, beziehungsweise mir geht es immer noch nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja schon seit längerem so ein bisschen mit dem Magen zu kämpfen und mit meinem ganzen Verdauungstrakt momentan so ein bisschen zu kämpfen. Ist vielleicht ein bisschen ein blödes Thema, aber so ist es halt momentan. Und von dem her habe ich mal so gute Phasen und mal ein bisschen schlechtere Phasen. Momentan geht es einigermaßen, deshalb habe ich gedacht, ich setze mich jetzt mal vor die Kamera und begrüße euch einfach im neuen Jahr 2021. Ich hatte letztes Jahr ja schon mal gesagt, dass ich mich noch mal zu ein paar Punkten äußern möchte oder noch ein paar Sachen ansprechen möchte. Und da habe ich gedacht, da setze ich mich jetzt mal vor die Kamera und mache das jetzt mal mit euch so im neuen Jahr. Ich habe mir natürlich auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Man wird halt älter, gell? Aber ja, solange es mit so ein paar Stichpunkten und mit einer Brille alles funktioniert, dann denke ich, kriegen wir das alle miteinander gelöst. Genau. Wenn irgendjemandem was auffällt, was er von mir vielleicht noch wissen möchte, was ich jetzt nicht anspreche, dann darf er sich jederzeit bei mir melden, überhaupt gar kein Problem. Gerne ein Kommi unter dieses Video oder per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse steht immer in der Infobox. Und zwar habe ich ja mehrere E-Mail-Adressen. Also unter alten Videos steht noch eine andere E-Mail-Adresse. Da schaue ich aber nicht so regelmäßig rein. Also wenn ihr mich erreichen wollt, dann gerne unter jedem Video. Ich lese wirklich jeden Kommi von euch. Aber da gehe ich dann später nochmal drauf ein. Aber per E-Mail erreicht ihr mich eigentlich schon relativ zeitnah und relativ sicher. Ja, ich habe es so ein bisschen unterteilt in unterschiedliche Punkte. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 und dann, was wir halt noch so bequatschen wollen. Also wo ich dann halt einfach noch, was mir halt noch einfällt, was ich dazu zu sagen habe. Ich würde halt einfach sagen, wir fangen mal mit dem ersten Punkt an. Ja, was kommt 2021? 2021 kommt nicht viel anderes als 2020 von mir jetzt auch schon gekommen ist hier auf YouTube oder überhaupt. Wir werden weiter miteinander Schmuck basteln. Ich werde Schmuckbastelvideos hochladen. Das ist einfach mein Steckenpferd. Das mache ich einfach unglaublich gerne. Das mag ich einfach. Ich finde es immer schön, neue Kreationen auszuprobieren beziehungsweise sich hinzusetzen und auch mit einzelnen Perlen einfach zu versuchen, ein wunderschönes Unikat herzustellen. Das ist einfach so meins, das mag ich gerne und das mache ich einfach ganz gerne und von dem her wird das natürlich weiter so kommen. Dann werde ich natürlich auch nicht mit dem Papierbasteln aufhören. Ich habe zwar ja schon des Öfteren angesprochen, dass ich in der nächsten Zeit ausmisten werde. Hier unten, also wir sind gerade hier im unteren Bastelzimmer für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Oder ja, so oft habe ich es ja jetzt auch noch nicht gezeigt. In so dem einen oder anderen Vlog ist mal so ein kleiner Schwenk durchgegangen, vor allem wenn ich mal aufgeräumt hatte. Habe ich mich immer gefreut und habe es euch natürlich geteilt. Genau, wir sind jetzt hier im unteren Bastelzimmer. Hier unten passiert eigentlich alles, was mit Perlen zu tun hat. Und auch so Sachen wie Harz basteln oder alles, wo ich halt rumklecksen muss oder was weiß denn ich. Das passiert hier unten im unteren Bastelzimmer. Also ne, vielleicht hat da der ein oder andere auch mal Interesse an so einer Roomtour. Ich weiß, dass unter einem Video kommentiert worden ist, dass sich jemand dafür interessiert, wirklich mal die Perlen zu sehen, die ich so habe. Aber Leute, das ist echt ein bisschen so ein Fass ohne Boden, sage ich jetzt mal. Also hier hinten sieht man schon so ein bisschen, da ist so eine kleinere Auswahl. Und hier ist meine Arbeitsfläche. Da stehen halt dann so die Sachen an
Material, die ich also ständig brauche beim Basteln, dass ich da nicht immer entweder aufstehen oder mich umdrehen muss. Das sind halt dann so Nietstifte und die ganzen Biegeringe und Spacer und das ganze Zeug, das habe ich bei mir auf der Arbeitsfläche stehen und ihr klemmt momentan an dem Regal, wo eigentlich so meine ganzen Sortierboxen, diese Achtfach-Sortierboxen vom Teddy drin sind. Da sind so die ganzen einzelnen Perlen hier hinten in dem Schränkchen hier da. Da ist auch nochmal alles voll mit Perlen und so ein bisschen Material. Ja, also wenn da mal das Interesse besteht an einer Roomtour, dann einfach nochmal gerne unter dieses Video einen Kommi. Waren jetzt aber eigentlich schon beim Papierbasteln. Also auch das werde ich nicht aufhören, auch wenn ich jetzt mal grob ausmisten werde. Aber man hat einfach so unglaublich viel, oder? Also Papierbasteln passiert ja eigentlich immer oben im Büro. Das ist unser gemeinsames Büro, die Männchen und meines. Da sitze ich ja dann und bastel meine Kärtchen oder meine Loaded Envelopes, was wir da nicht alles basteln miteinander. Das werde ich auch nicht aufhören in 2021. Da bin ich euch noch den transparenten Shaker, also diesen komplett transparenten Shaker, schuldig. Ich habe es auch schon mal probiert, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da dieses Video kann ich euch nicht hochladen. Nee, das geht so nicht. Da muss ich noch mal ran. Das hilft nicht. Also Papier basteln wird weiterkommen jetzt in der nächsten Zeit oder überhaupt in 2021. Dann werden wir natürlich weiter vloggen, das Männchen und ich. Also das macht uns eigentlich Spaß. Es wird jetzt nicht so sein, dass wir sagen, wir werden jede Woche mal hochladen oder wir werden jeden 31. oder jedes Ultimo. Ach übrigens, ganz kurz, wenn es hier so ein bisschen rauscht, das Männchen musste schnell noch eine Waschmaschine einschalten und mein Bastelzimmer hier unten ist direkt vorm Heizraum. Das heißt, wir sitzen eigentlich ziemlich nah an der Heizungsanlage. Wenn es also so ein bisschen rauscht, ich versuche deutlich zu sprechen oder genug zu sprechen, dann ist das die Heizung. Aber ich kann die momentan nicht ausschalten, weil sonst wird es nämlich relativ kalt und das möchte ich nicht. Genau. Loks. Bei Vlogs waren wir. Genau, wir werden weiter vloggen. Wir haben jetzt auch so über die Weihnachtsfeiertage, als es mir noch einigermaßen gut ging, auch so ein bisschen eingeschalten. Da kommt jetzt noch der 2. Dezember-Vlog, geht die Tage online. Den muss ich noch schneiden. Da ist Silvester noch ein bisschen dabei, aber also wirklich, mir ging es halt einfach nicht so berauschend und von dem her ist der so ein bisschen kürzer geworden. Aber wir werden weiter vloggen, wenn eben was ist, wo wir sagen, okay, dann nehmen wir euch gerne mit, dann werden wir da die Kamera immer mal einschalten. Überhaupt gar kein Thema. Ja, dann werden natürlich weiter Hauls kommen. Zum Thema Hauls wird es aber so sein, sage ich jetzt mal, dass ich nicht jede Woche, wenn mittwochs neue Angebote kommen oder so, zu Action rennen werde und einfach alles, was neu ist, kaufen werde. Das gibt es bei mir auf meinem Kanal nicht oder nicht mehr. Also ich habe mal so die letzten Jahre mir angeguckt. Ich hatte das wohl auch so eine Phase, dass ich einfach XXL-Vlogs, nee, Hauls gemacht habe und einfach immer zu Action gerannt bin, wenn es denn was Neues gab. Quintessenz ist einfach davon, dass ich jetzt zu viel habe und ausmisten muss und es natürlich unter Einkaufspreis verkaufen werde. Ist aber ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich freue mich jetzt drüber, wenn sich jemand meldet und wenn jemand ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde, ob ich Ü-Pakete packen werde oder eben so Sammelpakete packen werde. Wenn da jemand dann jetzt Freude dran hat, dann freue ich mich natürlich, aber für mich ist es einfach nicht mehr so, dass ich sage, ich muss alles haben, was neu von Action kommt oder ist. Das wird es nicht geben. Wenn mir was gefällt, werde ich es natürlich kaufen und ich werde auch weiter bei Teddy schön einkaufen oder bei diesen ganzen einschlägigen Geschäften. Ich muss auf jeden Fall dran denken, dass dieses Video Werbung ist. Das werde ich mal so oben einblenden die ganze Zeit. Ja, also Hauls werden kommen, aber eben jetzt nicht in dem Ausmaß, dass ich sage, wow, alles Neue sofort her zu mir. Ich werde weiter bei einschlägigen Schmuckbastelseiten, sage ich jetzt mal, im Internet bestellen, die wir alle kennen. Da muss man ein bisschen aufpassen momentan. Es haben sich die Zollfreigrenzen 2021 für die Einfuhr aus China ein bisschen geändert. Da vielleicht, also wenn da Interesse besteht, dass ich das mal näher anschneide, dann einfach auch mal gerne einen Kommi unter dieses Video. Ansonsten einfach selber mal informieren, einfach mal eingeben und dann selber mal.
mal also ein bisschen aufpassen, ne? Zollfreigrenzen 2021 haben sich die Zollfreigrenzen geändert. Ja. Also Horst abgehakt für mich, gedanklich, hier auf meiner Liste. Und dann werden natürlich auch wieder Shop-Updates kommen. Ich hatte mir, also sie werden jetzt auch nicht allerregelmäßigst in Anführungszeichen kommen. Der Shop ist momentan auch geschlossen und zwar, weil wir Urlaub haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe mit meinem Männchen noch Urlaub bis zum 10. Mein Männchen fängt am 11. wieder an und ich fange dann eben auch am 11. wieder an. Ich habe, also prinzipiell fange ich am 11. dann auch wieder an in die stationäre Arbeit. Wir sind ja beide noch berufstätig, sind beide selbstständig und beide berufstätig. In so meine Regelarbeit gehe ich erst am 13. wieder, aber am 11. und am 12. öffnet dann der Shop wieder und hatte ich ja, glaube ich, aber auch im letzten Shop-Update angesprochen und dann geht es auch wieder rund. Dann werde ich, also ich versuche es, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie es mir gesundheitlich geht. Möchte ich dann auch ziemlich zeitnah neue Produkte einstellen. Nicht nur Schmuck, sage ich jetzt mal, sondern eben auch wieder die Wundertüten. Also eine bestimmte Wundertüte hatte ich mir so im Hinterköpfchen, in meinem Hinterköpfchen eingebildet. Und natürlich aber auch ein paar selbstgemachte Sachen, weil es halt trotzdem Leute gibt, die es vielleicht schön finden und es aber halt selber nicht basteln wollen. Dann habt ihr die Möglichkeit, das von mir eben gleich so zu kaufen. Genau, also Shop-Updates, wie schon gesagt, 4 bis 6 im Jahr hatte ich mir jetzt mal so eingebildet. Das sind so alle 3 Monate, vielleicht mal 2 besondere noch dazwischen, wenn irgendwelche speziellen Tage anstehen, wenn irgendwelche bestimmten also Anlässe eben anstehen. Und da möchte ich das dann so ein bisschen drauf abstimmen. Es soll ja immer auch ein bisschen so einen Hintergrund haben. Hey, erste Seite, denke ich, schon mal abgehakt. Ja. Wenn wir doch dann schon mal. Jetzt fängt die Waschmaschine das Schleudern an, Leute. Ich hoffe, ihr versteht mich. Aber wie schon gesagt, ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen. Ich trinke jetzt mal von meinem Kaffee und blende euch jetzt mal das neue Thema gleich ein. Wartet mal hier. Achtung, ach, aufgepasst. So, ich denke, die Waschmaschine ist jetzt einigermaßen fertig mit ihrem Schleudergang. Können wir mal versuchen weiterzumachen, wenn ich jetzt warte, bis sie fertig ist. Können wir 2022 gleich mit anhängen. Shop. Ich werde wahrscheinlich den Anbieter von meinem Shop wechseln. Das weiß ich noch nicht so genau. Da bin ich momentan nicht so zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es beim Einstellen mancher Produkte und bei der Verwaltung eurer Daten für mich so ein bisschen schwierig ist mit dem Anbieter. Ich war zwar jetzt eigentlich relativ zufrieden die ganze Zeit. Ich habe ja nur ein Kleingewerbe angemeldet. Oder was heißt nur? Ich habe halt ein Kleingewerbe angemeldet für den Shop, dass ich das alles legal und ordentlich verkaufen darf. Aber ich bin momentan mit meinem Anbieter eben nicht mehr so zufrieden. Ob ich das jetzt gleich fürs nächste Shop-Update schon schaffe, beziehungsweise habe ich den Anbieter jetzt auch schon im Voraus für die nächsten 3 Monate bezahlt. Von dem her werde ich da wahrscheinlich erstmal noch da bleiben und dann so Mitte des Jahres wahrscheinlich wechseln oder so im April irgendwann, keine Ahnung. Es soll nicht eure Sorge sein. Für euch bleibt eigentlich weitgehend alles gleich. Es könnte halt sein, dass wenn ihr dann das nächste Mal, wenn ich das nächste Mal den, also vielleicht wahrscheinlich eher noch nicht beim nächsten Mal, aber halt irgendwann mal, dass ihr euch vielleicht nochmal anmelden müsst. Ne? Also mal neu anmelden müsst. Das würde ich aber dann im dem aktuellen Shop-Update dazu sagen, wenn ich eben den Shop gewechselt habe. Genau. Versandtag ist vielleicht so ein Thema, das noch nicht jeder mitgeschnitten hat. Mein Versandtag ist der Mittwoch. Ich erkläre euch ganz kurz, warum. Und zwar liegt es daran, ich arbeite Mittwoch bis Freitag, arbeite ich ja in meiner Regelarbeit. Da bin ich den ganzen Tag außer Haus, also da arbeite ich ganz normal meine 8 Stunden. Und habe Montag und Dienstag frei, also ich bin nur in Teilzeit beschäftigt, habe Montag und Dienstag frei und das sind auch so die Tage, die ich mir eben dann für den Shop hergenommen habe.
piep, piep, jetzt ist die Waschmaschine fertig. Super, haben wir das gemacht. Ja, also Montag und Dienstag sind so die Tage, die ich mir eben für YouTube Zeit nehme, für den Shop Zeit nehme, beziehungsweise für mein in Anführungszeichen umfangreiches Hobby Zeit nehme. Also prinzipiell ist das ja zu 80% momentan leider Hobby, was ich hier mache, also YouTube vor allem. Komme ich aber auch später nochmal drauf zurück. Aber auch so, was den Shop anbelangt, habe ich in den Versandbedingungen ja stehen, dass alle Bestellungen, die bis Sonntagabend eingegangen sind, Montag und Dienstag von mir zusammengesucht werden, da die ganzen Rechnungen dazu gemacht werden und dann am Mittwoch also gepackt werden und dann am Mittwoch auf Reisen gehen. Das liegt einfach daran, dass ich das dann mache, wenn ich Mittwoch in der Arbeit bin, packe ich mir das alles ins Auto und fahre dann Mittag in meiner Mittagspause schnell zur Post und dann geht das auf Reisen zu euch. Wenn jemand mal wirklich was ganz, ganz dringend braucht oder sagt, hey, ich bräuchte es übermorgen und es ist aber schon Freitag und du versendest erst am Mittwoch oder was weiß denn ich, dann kann er mich natürlich anschreiben. Wenn ich es schaffe, dann mache ich das auch sehr gerne, aber prinzipiell ist der Versandtag der Mittwoch. Dann geht es mal kurz um Preise bei mir im Shop. So ein bisschen heikles Thema. Ich denke eigentlich immer, oder was heißt, ich denke immer, meine Preise sind durchkalkuliert. Also es sind jetzt keine Mondpreise oder wie auch immer. Ich denke, ich mache eigentlich relativ faire Preise, vor allem eben bei so Sachen wie Wundertüten. Bei Wundertüten habt ihr halt immer die Möglichkeit oder habt ihr halt immer die Chance, relativ viele Produkte zwar in kleiner Stückzahl zu bekommen, aber man braucht ja auch nicht. Also ich kaufe das halt zu Hunderten hier und habe es dann hier lagern und verbrauche das aber ja auch nicht selber in so größeren, also in diesen großen Stückzahlen. Also weil auch ich brauche meistens immer nur so 1, 2, 5 oder ne, sowas. Und von dem her denke ich, sind meine Preise, die ich im Shop vor allem für die Wundertüten aufrufe, doch sehr günstig. Sage ich jetzt mal, also vor allem für die Vielfalt, die ihr eben bekommt. Nur mal vielleicht so, sagen wir mal, ich kaufe bei Doran Beats 50 Perlen, die kosten 85 Cent. Und packe daraus, ich habe ja immer mal so Wundertüten, so XXL-Wundertüten, die 40 Positionen beinhalten und kosten dann 10 Euro. Das heißt, ihr bezahlt pro Position 25 Cent in diesen XXL-Wundertüten. Wenn ich jetzt für 85 Cent diese 50 Perlen kaufe und ich packe euch davon 10 Stück ein, dann kostet mich eine so irgendwas zwischen 1 und 2 Cent. Und pack euch 10 davon ein, dann sind wir irgendwo zwischen 10 und 20 Cent. Lassen wir es 15 Cent sein oder 18 Cent, was weiß denn ich, irgend sowas um den Dreh. Das heißt, ich habe dann an einer Position verdiene ich dann 7 Cent, vielleicht mal 10 Cent, keine Ahnung. Und für diese 10 Cent packe ich euch das, setze ich mich hin, nehme mir die Zeit und zähle die ab und stecke sie dann in ein Tütchen. Das Tütchen muss auch bezahlt werden. Dann muss hier oben, ist ein bisschen überbelichtet, hier oben mein Licht auch bezahlt werden. Und das ist alles das, was ich eben von diesen 10 Cent Gewinn in Anführungszeichen bezahlen muss. Ne? Also dieses Tütchen, der Strom, der hier der das Licht hier macht und vor allem eben auch meine Arbeitszeit wird von diesen 10 Cent bezahlt oder 8 Cent oder wie viel es halt auch immer sind. Teilt halt, nehmt euch einen Taschenrechner und teilt selber mal. Genau, das heißt, mir bleibt vielleicht an so einer Wundertüte, wenn ich die für 10 Euro verkaufe, bleiben wir, wenn es hochkommt, mal 4 Euro. An einer und abgezogen dann noch die ganzen Betriebskosten, dann ist es ja auch nicht damit getan, dass dann
ihr auf Bestellen klickt, sondern das Ding muss eingepackt werden, also die ganze, ne, muss in den Versandkarton eingepackt werden, wobei ich das mit den Versandkosten so ein bisschen abdecke. Also in den Versandkosten sind ja nicht nur das reine Porto dann enthalten, die ihr bezahlt, sondern in den Versandkosten sind halt auch die Kartonagen enthalten. Also von mir kriegt keiner irgendwie einen alten Karton. Es kann schon mal vorkommen, wenn eine Großbestellung eingeht oder so. Also wirklich eine ganz große, die ich nicht in den Maxi-Brief reinbekomme, dass dann schon mal ein gebrauchter Karton ist, ein etwas größerer, aber prinzipiell sind es bei mir immer neue Maxi-Briefkartons, die auf Reisen gehen, die möchten bezahlt werden und dann wird von den Versandkosten, die einfach höher sind als das Porto, einfach auch der Weg zur Post eben bezahlt, ne? Also der Sprit zahlt sich auch nicht selber. Mein Auto fährt nicht mit Wasser und auch Wasser müsste bezahlt werden, prinzipiell. Genau, so viel mal zu Versandkosten und zu Einkaufs- und Verkaufspreisen. Also wie schon gesagt, ich denke, ich habe durchaus humane Preise und worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ich hatte vor Weihnachten ja dieses große Shop-Update nochmal eingestellt. Da hatte ich Kontakt zu einer lieben Kundin gehabt, der ich leider sagen musste, dass ich beim Einstellen ein paar Fehler gemacht habe. Das tut mir auch jetzt noch leid. Und habe sie angeschrieben und habe gesagt, hey, I'm so sorry, but ich habe mich einfach vertan, ich habe das und das ist schon verkauft. Dann hat sie geschrieben, also, dann habe ich gesagt, pass auf, ich könnte dir, aber ich habe das gleiche nochmal, aber halt in einer anderen Ausführung. Würdest du das auch haben wollen? Ansonsten kriegst du natürlich sofort dein Geld zurück, überhaupt gar kein Problem. Und außerdem hat es sie auch noch über 50 € bei mir bestellt. Über 50 € ist bei mir eigentlich versandkostenfrei und auch das hat das Programm einfach nicht geschnallt. Deswegen würde ich auch gerne den Anbieter wechseln. Und dann hat sie mir geantwortet: Hey, pack einfach dazu, wenn das so einigermaßen gleich ist, pack einfach dazu, was du meinst. Und sie möchte auch die Versandkosten nicht zurückerstattet haben, weil sie mich einfach gerne unterstützen möchte. Und das fand ich so super. Da saß ich wirklich da und hatte echt Tränchen in den Augen, weil ich also so viele super Resonanz bekommen habe oder von ihr eben. Sie hat gesagt, sie kennt meine Qualität und sie weiß auch von den selbstgebastelten Sachen, dass das alles völlig in Ordnung ist und ich soll doch bitte einfach das so zusammenpacken, wie ich mir das vorstelle und habe dann echt, ich hatte wirklich so ein bisschen Tränchen in den Augen, weil ich mich so drüber gefreut habe, dass jemand sagt, hey, ich kenne deine Qualität und ich weiß, dass du das alles super machst und ich unterstütze dich unglaublich gerne. Und da möchte ich, falls du das Video siehst, möchte ich mich echt ganz herzlich nochmal bei dir bedanken und habe mich wirklich richtig gefreut. Ich weiß, dass das Päckchen bei dir angekommen ist und dass du dich auch darüber gefreut hast, dass alles in Ordnung war. Du hast mir nochmal geschrieben, ich hoffe, du hattest ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich immer, wenn ich so ein bisschen positives Feedback von euch bekomme, wenn ihr eben bei mir gekauft habt. Das freut mich einfach unglaublich. Also ich mache hier alles echt mit bestem Wissen und Gewissen und dann freue ich mich einfach drüber, wenn es bei euch gut ankommt. Schnulz, schnulz. Entschuldigt bitte, aber es ist halt einfach so. Genau. Ja, so viel vielleicht zum Shop. Wie schon gesagt, das Anbieterwechsel geht euch, also kann euch eigentlich relativ egal sein. Ihr dürft euch dann halt nur nicht wundern, wenn ihr euch nochmal registrieren müsst im neuen Shop. Das kriegt ihr aber dann mit. Aber prinzipiell läuft erstmal alles so weiter, wie ich mir das jetzt eben, also wie es halt bis jetzt auch gelaufen ist. Und dann sehen wir mal, was alles so kommt. Also ich werde nicht aufhören mit dem Shop, wenn jemand was und also wenn keine Shop-Updates gekommen sind und wenn jemand irgendwas braucht, dann darf er mich sehr gerne anschreiben. Dann schauen wir mal, wie wir das außerhalb von diesen geplanten Shop-Updates zusammenkriegen. Sollte kein Problem sein. Aber prinzipiell mache ich auf jeden Fall weiter damit. Geplant ist zumindest nichts anderes. Da habe ich dann vielleicht noch so, also das ist sowas, was ich jetzt, was mit meinem Shop nicht so viel zu tun hat, aber was mich immer so ein bisschen ärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, latsch jetzt niemanden persönlich, aber ich setze mich hin und versuche das wirklich ordentlich zu machen, zahle meine Steuern auf meine Einnahmen und mache meine Buchführung, wie es halt bei so einem Gewerbe, in so einem Kleingewerbe
gemacht werden muss. Und wenn ich mich dann auf manchen einschlägigen Facebook-Seiten umschaue, wo dann dieses ganze Schmuckbastelmaterial einfach ohne Gewerbe verkauft wird oder was weiß ich, dann wird eine Gruppe als Flohmarkt deklariert oder als was weiß ich. Und dann siehst du da hochprofessionelle Bilder, die dann eben die Perlen zu einem Preis verkaufen. Da würde ich sagen, hey, nee, niemals. Die kaufen auch, oder es sind die gleichen, die ich jetzt für, was weiß denn ich, einen Euro gekauft habe, 100 Stück, und die verkaufen dann das Stück für 8 Cent. Und deklarieren es als Hobbyauflösung oder als was weiß denn ich. Und dann siehst du aber, dass da das Album irgendwie 2017 erstellt worden ist. Das heißt, die verkaufen jetzt seit 3 Jahren ihre Hobbyauflösung oder fast 4 Jahren ihre Hobbyauflösung. Finde ich immer so ein bisschen kritisch. Vor allem ist es halt einfach nicht schön denen gegenüber, also uns gegenüber. Ich bin ja nicht die Einzige, die hier irgendwie mit Gewerbe oder mit Shop rumhantiert, die halt das ordentlich machen und alles ihre Steuern eben bezahlen und ordentlich ihre Buchführung machen. Finde ich einfach ein bisschen schrofelig. Also ich habe auch bei solchen Seiten schon gekauft, so Flohmarktseiten oder Schnäppchenseiten oder was auch immer. Kennt ihr alle, brauche ich jetzt nichts sagen. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn wirklich jemand sein Hobby auflöst und sagt, ich höre jetzt komplett mit Perlenbasteln auf und stelle das jetzt als Konvolut ein oder habe das halt dann für 14 Tage mal drin oder was weiß denn ich. Oder man sieht, also dass es wirklich Reste sind, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber ich finde immer dieses Verkaufen ohne Gewerbeschein. Muss jeder selber wissen, ob er das macht. Wenn man euch auf die Schliche kommt, dann zahlt er halt die Steuern nach und zur Not unterstellen sie euch dann halt noch Sozialversicherungsbetrug. Wenn er, dann unterstellen sie euch halt, dass ihr Mitarbeiter gehabt habt und dann kriegt er halt eine auf den Deckel. Das ist mir eigentlich Boogie. Sollte halt jeder nur selber drüber nachdenken, ob er das jetzt so auf die Art und Weise macht. Es hat auch keiner was dagegen, wenn mal jemand was gebastelt hat und in einem Bastelvideo sagt, keine Ahnung, wenn jemand mir das abkaufen möchte, dann kann er sich gerne bei mir melden. Bei Einzelstücken sagt da auch keine Sau was, aber wenn man dann halt sieht, dass, was weiß ich, 20 Mal der gleiche Harzanhänger gemacht wird und dann wird gesagt, ah, ihr könnt das alles bei mir kaufen. Muss jeder selber wissen, aber ich finde es einfach ein bisschen schofelig gegenüber allen, die halt ordentlich mit dem Gewerbe rumhantieren. Ausgekotzt. Okay, ich denke, Shop haben wir dann hiermit abgehakt. Also wie schon gesagt, es wird sich für euch nicht viel ändern. Wenn jemand Ideen hat oder wenn jemand sagt, das und das würde ich gerne, bräuchte ich, würde ich gerne haben, würde ich gerne sehen, auch so für Tutorials im Schmuck basteln oder Bastelsets oder was auch immer, darf er sich natürlich sehr gerne unten unter diesem Video in den Kommentaren verewigen. Ich bin immer dankbar für Anregungen und Tipps. Sehr gerne. Ich würde sagen, das ist ein schöner Schwenk. Boah, hey, das war eine coole Überleitung. Ich trinke wieder von meinem Kaffee, blende euch das neue Thema ein, weil der Schwank passt einigermaßen zum nächsten Thema. Kaffee trinken, Schwenk machen und ihr kommentiert, also schreibt euch schon mal mit, was ihr alles kommentieren wollt. Kleinen Moment. So, das war jetzt ein bisschen seltsam irgendwie. Keine Ahnung, ich habe schon ein bisschen weiter gelabert gehabt. Aber ich habe euch jetzt vorsichtshalber mal angekabelt. Ich glaube, der Akku macht nicht so lange mehr mit. Hätte nicht gedacht, dass ich so lange labere. Gut, nächstes Thema: Umgang auf YouTube. Anstrengendes, schwieriges Thema, glaube ich. Ich denke, dass viele von euch auf den gleichen Kanälen unterwegs seid, dass ihr so, also so die Bastel-Community hat ja so ein paar einschlägige Kanäle, sage ich jetzt mal, und dass viele halt auf den gleichen Kanälen so unterwegs sind. Und da gab es ja Ende letzten Jahres ein paar Probleme, sage ich jetzt mal, mit Gewinnspielen, habe ich so mitbekommen. Also ich habe das, also ich hatte ja auch ein kleines Gewinnspiel. Adventsgewinnspiel Ende des Jahres hochgeladen und hatte einen kleinen Adventskalender verlost, den die liebe Christina gewonnen hat, die liebe Miss Fruchteis, Kanal Miss Fruchteis, sollte jeder kennen oder kennen bestimmt einige, viele von euch, und hatte auch unter meinem
Video, einen Kommentar, dass ich auf die Gewinnspielrichtlinien von YouTube hingewiesen wurde. Dafür schon mal vielen Dank für den netten Kommi. War, glaube ich, auch ein Smiley dahinter. Wir sind alles nur Menschen, also es kann jedem von uns mal ein Fehler passieren. Und so halt auch, dass es einfach mal sein kann, dass man irgendwas vergisst oder irgendwas falsch macht. Und von dem her finde ich es ganz schön, wenn wir gegenseitig so ein bisschen auf uns alle aufpassen und uns darauf aufmerksam machen, wenn jemand eben einen Fehler von jemandem entdeckt und bemerkt. Dann finde ich das ganz super, dass wir da uns gegenseitig eben aufmerksam machen, was ich nicht so gut leiden kann. Ist, wenn man unkonstruktive Kritik anbringt, sage ich jetzt mal. Also ich bin sicherlich ein sehr kritikfähiger Mensch und wie schon gesagt, wenn jemandem was auffällt, wo er sagt, hey, pass mal auf, da machst du was falsch oder so, dann bin ich wirklich dankbar für jeden Hinweis in der Art und Weise. Was ich halt ein bisschen blöd finde, ist dann, wenn man... Ich blende euch mal was ein. Blend euch mal einen Kombi ein. Da habe ich damals tatsächlich, also ich mache alles unkenntlich, aber ich blende euch das mal ein. Ich habe einen Screenshot davon gemacht. Achtung hier. Ja, und der Kombi ist tatsächlich bei mir in den Benachrichtigungen aufgeploppt und im Video ist er aber nicht mehr. Ne? Also so, hey. Du bist scheiße, aber ich wollte es eigentlich gar nicht öffentlich gemacht haben. Was soll denn das? Echt? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe auch schon Videos gesehen, wo ich einen Daumen runter gegeben habe, weil ich einfach mir... Es kann ja also unterschiedlichste Ursachen haben, warum mir ein Video nicht gefällt. Wenn mir das Video nicht gefällt, weil das, was in dem Video gezeigt wird, halt einfach nicht meins ist, dann mache ich das Video zu und sage, ist nicht meins. Wenn jemand sagt, pass mal auf, hier, dein Licht ist hier völlig überbelichtet und du schaust scheiße aus, warum setzt du dich denn bitte vor die Kamera? Dann schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich irgendwas besser machen kann. Na, wenn ihr jetzt sagt, hey, boah, zeig uns lieber wieder deine Hände, die sind jetzt auch, also sind Knackwursthände und deine Fingernägel sind momentan nicht gemacht, aber puh, dein Gesicht, nee, du, das brauche ich nicht, dann schreibt mir das gerne unter die Kommentare, also in die Kommentare unter das Video und dann gibt es halt nur noch Hände oder was weiß ich, keine Ahnung, nee, Vlogs mag ich nicht, dann müsst ihr halt das Video nicht angucken. Also, es ist mein Kanal, ich mache auf meinem Kanal das, was ich möchte. Und was ich halt immer so ein bisschen blöde finde, ist, wenn gemault wird, ohne dass sich selber einfach jemand mal hingesetzt hat und versucht hat, einfach so ein Video zu machen. Die Niki hatte das auch schon mal angesprochen, ich glaube, in dem Verlosungsvideo, das sie auf ihrem Kanal gemacht hatte. Wenn du dann eben auf die Kanäle schaust, ja, keine Videos vorhanden oder keine Inhalte vorhanden, hockt euch doch einfach mal auf euren Arsch und probiert einfach mal selber aus, euch vor die Kamera zu setzen, euch nur eure Hände zu zeigen, ein Tutorial zu machen, euch vorher Gedanken drüber zu machen, und macht dann einfach selber mal das Video und dann schauen wir mal, wie es bei anderen ankommt, was ihr da so zusammen werkelt und zusammen zaubert. Es ist nämlich nicht so, dass man sagt, okay, ich schalte jetzt das Video dauert 30 Minuten, ich schalte jetzt 30 Minuten die Kamera an, und dann hat sich der Film. Ihr müsst das Ding bearbeiten. Also ich bearbeite oder ich schneide jedes Video nochmal neu oder nach. Ob ich irgendwas Blödes gesagt habe. Meistens, ich rede halt, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich denke, ich habe eine ganz gute Ausdrucksweise, also sowohl wörtlich, also in Wort und Schrift, würde ich mal sagen. Also so, wenn du das dann so irgendwo angeben musst, würde ich mir dann super 2 plus geben. Aber macht's doch mal selber, Leute, 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 bevor ihr bei anderen das Maulen anfangt, macht's doch einfach mal selber. Und ich weiß nicht, mit dem Kombi, den ich euch jetzt eingeblendet habe, ob mir nichts selber einfällt. Ich denke, ich habe einige Sachen auf meinem Kanal, die mir selber eingefallen sind. Und
wenn ich von der lieben Sparina tausende von Weihnachtswichteln nachgebastelt habe, so darum ging es eben bei dem Kommi eben, dass ich selber ein Wichtel, das war unter dem Wichtel-Video, dass ich Wichtel nachgebastelt habe. Ja, krass. Ich war im Austausch mit der lieben Sparina. Wir haben unter Kommis, also unter den Videos so ein bisschen kommentiert. Wir kommentieren eigentlich so ein bisschen unter den Videos, also hatten jetzt noch keinen persönlichen Kontakt. Aber ich habe jetzt nicht so den Eindruck gehabt, dass die gute Sparina da irgendwie Probleme damit hatte, dass ich hier ihre Wichtel nachgebastelt habe. Ganz ehrlich, wenn ich ein Tutorial mache, dann hoffe ich doch, dass ihr das nachbastelt, oder? Weil sonst bräuchte ich es ja nicht machen. Das ist ja eine Anleitung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn jemand Waschmaschinen verkauft und legt da eine Anleitung bei, dann macht er das, damit ihr euch da auskennt oder dass ihr damit umgehen könnt. Und wenn ich Tutorials auf meinem Kanal hochlade, dann ist das dafür, dass es euch einfacher fällt, das Zeug nachzubasteln. Echt und nicht hier, boah, hab ich gemacht, hab ich mir einfallen lassen. Ich hab, keine Ahnung, Perlen übereinander gereiht und hab's dann an den Ohrhaken gehängt und nur ich darf jetzt diese Ohrringe basteln. Kann ich mir, also. Weiß ich nicht, ist bei mir halt nicht so. Ich freue mich immer drüber, zum Beispiel auch, wenn ich auf Instagram zum Beispiel verlinkt werde. Wenn jemand was nachgebastelt hat und mich dann verlinkt, hey, finde ich mega, freue ich mich wie Sau, weil ich weiß, irgendjemand zieht sich mein Video an und schaut sich das an und kann damit was anfangen. Also das ist so eine Bestätigung. Das hatten wir vorhin schon mal das Thema, aber es ist so eine Bestätigung für mich. Weiß ich nicht, ob das, weiß ich nicht, ob. Nachbasteln? Ja, bitte. Also unbedingt, ne? Also be total bekloppter Kommi. Gewinnspiele. Wie schon gesagt, danke fürs Aufmerksam machen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber die Quintessenz ist halt einfach, wenn da nur gemault wird und gemeldet wird. Ich habe da mitbekommen, dass da sogar Videos von YouTube gelöscht worden sind, weil einer wieder die Schnauze aufgerissen hat, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und da hat es YouTube gemeldet und dann sind Videos gelöscht worden. Sagt mal, habt ihr sie noch alle oder hast du sie noch alle? Ich denke, dass sich die Dame oder, also jetzt, ich denke, es ist eine Dame, dass sich da, sag mal, hast du nichts anderes zu tun? Hock dich doch hin und mach einfach mal ein Tutorial nach oder mach doch einfach mal selber ein Video und lass die Leute in Ruhe. Echt, verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Wie schon gesagt, wenn jemandem was auffällt in meinem Video, was ich besser machen kann, sei es jetzt Licht oder sei es jetzt, was weiß ich, irgendwas, was Konstruktives, wo ihr sagt, das könnte man einfach besser machen, schreibt es mir gerne, unglaublich gerne, dann versuche ich das auch besser zu machen. Aber doch nicht solchen Mumpitz. Schon furchtbar, wenn man ihm nicht selber einfällt. Ja, sagt mal, nein, möchte ich nicht. Genau, dann haben wir ja so das Thema Daumen hoch, Daumen runter. Jeder, der Videos hochlädt, kann das ja selber einstellen, ob er das öffentlich machen möchte, wie viele Daumen angezeigt werden oder nicht. Mir ist es völlig, nein, anders. Oh, das darf ich nicht sagen. Also ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Mir sind aber auch die Daumen nach unten völlig egal. Wisst ihr, was ihr machen müsst, um den Daumen nach unten zu geben? Ihr müsst auf mein Video klicken und dann müsst ihr ja noch auf den Daumen klicken. Das heißt, selbst wenn ihr nur eine Sekunde oder nur die Werbung angeguckt habt, dann habt ihr auf mein Video geklickt. Also alle Daumen runtergeber, ne? Also die hier, wenn du 2 Minuten hochgeladen hast und dann hast du nach 2 Minuten schon 4 Daumen nach unten, habt ihr auf mein Video geklickt. Sage ich vielen Dank. Ich habe monetarisiert. Ich werde jetzt durchs Monetarisieren von YouTube nicht reich, sicherlich nicht. Aber ich habe monetarisiert, ihr habt auf mein Video geklickt, ihr habt Content gegeben, beziehungsweise ihr habt euch damit auseinandergesetzt. Macht's bei mir Katsching. Nur mal so an alle Daumen nach unten Geber, die eben nur 1 Minute von einem 40-Minuten-Video guckt. Kein Problem, habt ihr toll gemacht. Weiß ich nicht. Der Umgang auf YouTube. Es ist eh momentan, finde ich, also es ist nicht nur auf YouTube, es ist auf Facebook, es ist in der ganzen Welt, es ist vor allem, also die ganze Welt, meinetwegen, aber so, mich erschreckt es so ein bisschen, was momentan für einen Ruck durch unser Land geht. Leute, wir müssen in der momentanen Situation einfach zusammenhalten. Es geht jetzt nicht mal um Bastelvideos oder sonst irgendwas, sondern die ganze Welt driftet momentan auseinander. Also diese ganzen Grüppchenbildungen, es geht jetzt überhaupt gar nicht um irgendwelche Organisationen oder um irgendwas, was momentan, also auf den Straßen los ist oder na, hier mit dem ganzen großen C, was da alles außenrum ist. Aber ey, wir müssen
müssen zusammenhalten, Leute. Echt, wir müssen, damit wir das hier alles ordentlich rumkriegen. Ich bin auch nicht einverstanden mit vielen Sachen, die momentan da draußen laufen. Ich möchte das Thema jetzt eigentlich nicht, also nicht großartig thematisieren, das uns auch dieses Jahr wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres gut begleiten wird. Aber hey, schalte doch einfach mal das Hirn ein bisschen und hab so ein bisschen gesunden Menschenverstand. Ob jetzt diese Maskenpflicht, ob das was hilft, wenn ihr jetzt mit einer Maske ins Einkaufen geht oder nicht. I don't know, I really don't know. Aber ich versuche einfach alles, um mich, meine Familie, meine Lieben und einfach Menschen draußen zu schützen. Das ist kein Spaß, was da draußen, also in der momentanen Situation los ist. Wir haben Bekannte, die im Krankenhaus arbeiten. Also was man von denen hört, wie es auf den Intensivstationen aussieht, ey, es macht keinen Spaß, keiner will das haben. Seid vorsichtig und wenn, dann werden ja jetzt momentan auch die ganzen Medien durch den Kakao gezogen. Bildet euch eure eigene Meinung, aber bildet sie euch bitte nicht auf Ebene von irgendwelchen sozialen Netzwerken, wo einfach jeder reinschreiben kann, was er eben gerade denkt und lustig ist. Keine Ahnung, der Erste schreibt rein und schreibt, hey, der Mond ist eine Käskuh. Und unten drunter liest er in den Kommentaren fünfmal, hey, da möchte ich auch ein Stück haben, da fliege ich doch gleich mal los und beiß ab. Na, denken, echt gesunder Menschenverstand einschalten und einfach mal drüber nachdenken, bevor ich kommentiere oder bevor ich, also nicht nur, ne, Facebook, YouTube, was es da nicht alles gibt. Werbung einblenden, ganz wichtig. Aber also, so dieses Gegeneinander, wir sind doch alle gleich in irgendeiner Form, oder? Also, das ist wirklich so mein Appell an euch und an 2021. Lasst halt die Menschen Menschen sein und lasst halt jeden das gerne tun, was momentan halt möglich ist. Und wenn euch ein Video nicht gefällt oder wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann bildet euch eure eigene Meinung und gebt gerne konstruktive Kritik ab. Aber dieses Rumgeschnülze und dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, also dieses, ist es Neid oder dieses Neiden? Ich weiß nicht, ob es bei manchen Neid ist. Ich kann damit nicht so gut was anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe ja auch die Möglichkeit, Leute auf meinem Kanal zu sperren oder einzelne Kanäle zu sperren. Eigentlich möchte ich es nicht machen, aber wenn das öfter also auftritt und vorkommt, dann sperre ich halt einfach Leute auch. Ich meine, ich weiß, dass es nichts hilft, weil sie sich dann halt einfach noch einen Kanal aufmachen und keine Ahnung und dann wieder das Schnülzen anfangen, aber denkt erstmal drüber nach, bevor ihr einen Kommentar abgibt oder einen blöden Kommentar abgibt oder einen Daumen nach unten gibt. Also gebt mir, wenn was falsch ist, gebt mir einen Daumen nach unten und schreibt mir dann gerne, wirklich, wirklich gerne in die Kommentare, was ich besser machen kann. Kann ich mit umgehen und kann dann mit arbeiten, aber halt nicht ohne Grund, weiß ich nicht, das finde ich ein bisschen doof. Ich denke, Thema Haken dahinter. Würde ich sagen. Hey, wir haben schon wieder eine Seite fertig. Ich blende euch schnell das nächste Thema ein. Und dann geht's weiter. So, Leute, wir haben es auch bald geschafft. Kontakt zu mir. Hatten wir vorhin schon ein bisschen angesprochen. Wie schon gesagt, ich habe meine E-Mail-Adresse unten in der Infobox. Da erreicht ihr mich. Dazu eigentlich eben nur noch zwei Sachen. Ich bin Montag und Dienstag erreichbar, sage ich jetzt einfach mal so pauschal. Natürlich auch mal am Wochenende, aber Montag und Dienstag schaue ich aktiv in mein E-Mail-Postfach, in dieses E-Mail-Postfach. Das ist einfach mein Postfach für YouTube und für alles, was mit dem Shop zu tun hat. Und da schaue ich aktiv Montag und Dienstag rein. Ich schaue natürlich auch unter der Woche rein, aber prinzipiell ist das mein Postfach für Montag und Dienstag. Ich habe so ein bisschen Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss es euch erklären. Ich bin ein unglaublich fauler Mensch.
Und zwar vor allem, was hier dieses Getippe mit zwei Fingern, mit zwei Daumen zu tun hat. Ich hasse es, auf WhatsApp zu tippen. Echt. Also überhaupt so am Handy zu tippen. Ich beantworte auch meine ganzen Kommentare, meine ganzen YouTube-Kommentare. Also ich lese jeden Kommentar auch mal am Handy, aber um zu antworten oder was auch immer, sie zu bearbeiten, setze ich mich tatsächlich an den Rechner und schalte mir den Rechner ein und habe dann eben, mach das halt am Computer. Herrgott, mein Gott. Weil ich einfach hier zu langsam bin und weil es mich einfach unglaublich aufregt. Ich bin nicht 24/7 online, bin ich nicht. Ich bin ein analoger Mensch, manchmal auch tatsächlich. Also ich habe ja auch ein Leben außerhalb von YouTube und von allen Kontaktseiten oder Kontakt-Apps, was es da nicht alles gibt. Also ich schaue da schon abends mal rein, aber Mittwoch bis Freitag, wenn ich in der Arbeit bin, sowieso nicht. Oder mal in der Mittagspause, aber da antworte ich dann vor allem nicht. Prinzipiell bin ich erreichbar über die E-Mail-Adresse, die unten in der Infobox steht. Und zwar antworte ich spätestens Montag oder Dienstag. So ist es. Ein was tut mir furchtbar leid. Also da muss ich wirklich Schande auf mein über mein Haupt, aber das ist, hat wieder mit meiner Faulheit zu tun. Liebe Tina, falls du dieses Video siehst, ich habe gestern deine lieben Weihnachtsgrüße auf Facebook gelesen im Messenger. Ich gucke da nicht rein, Leute. Echt. Auch so über Instagram, die ganzen Nachrichten oder sowas. Ich bin da echt in Schussel. Wenn ihr wirklich sicher sein wollt, dass ihr zu mir durchkommt, dann bitte ich euch, das wirklich über die E-Mail-Adresse zu machen, die unten in der Infobox steht. Ich sag's ja auch mal, das ist ganz einfach. Es ist Steffi @missdaisydiy.de. Das ist meine E-Mail-Adresse, über die erreicht ihr mich und da antworte ich auch. Ich antworte natürlich auch über Facebook und die ganzen anderen hier Messenger-Dienste, aber pff, da kann es echt vorkommen, dass ich so alle 3 Wochen mal reinschaue oder so. Es hat gar nichts mit euch zu tun, aber ich bin einfach unglaublich faul. Ist so. Keine Ahnung. Also ich habe so ein paar Pappenheimer hier da in unserem Universum, in unserem YouTube-Universum, mit denen ich auch auf WhatsApp Kontakt habe. Ne? Also so ein paar Ausgewählte, die haben meine Handynummer. Mit denen schreibe ich auch immer mal, aber ich bin dann eher so, hey, ich drücke mal schnell auf Sprachnachricht aufnehmen und dann kann es auch schon mal vorkommen, dass ich so 20 Minuten Sprachnachricht durch die Gegend schicke, wenn ich irgendwie jemanden was länger zu sagen habe. Wie schon gesagt, aber das ist so eine Handvoll Personen, mit denen ich näheren Kontakt habe oder eben auch Kontakt außerhalb von E-Mails und YouTube habe. Aber auch da bin ich echt nachlässig. Ich weiß es nicht, bin ich zu alt für den Scheiß? Aber ich meine, ich bin 35. Ist man mit 35 da schon zu alt für? Ich bin einfach ein Schussel, was Nachrichten anbelangt, und was hier dieses Getippe, meine Daumen sind dafür nicht ausgelegt, für dieses Getippe. Und ja, wenn ihr was von mir wollt, schreibt mir eine E-Mail, bitte. Und wundert euch nicht, wenn die Antwort erst Montag oder Dienstag kommt. Und ihr braucht auch nicht, wenn ich nicht sofort antworte, unter allen Videos kommentieren. Ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Ich lese das tatsächlich. Also ich lese sowohl den Kommentar als auch die E-Mail. Aber ich habe ein Leben außerhalb von YouTube. Also es soll möglich sein. Und ich habe ein sehr umfangreiches Leben außerhalb von YouTube, wollte ich nur mal gesagt haben. Also, ne, soll nicht gemault sein. Wenn ihr was von mir wollt, schreibt mir eine E-Mail. Ihr könnt auch übers Kontaktformular im Shop mich kontaktieren. Das geht auch. Da schaue ich auch mit rein. Montag und Dienstag. Ja, das mal zum Thema Kontakt zu mir, Leute. Jetzt haben wir nur noch ein Thema. Ich bin ja fast begeistert. War das schon eine Stunde? Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Ich blende euch nochmal ein Thema ein und schlürf nochmal von meinem Käffchen. Skoll. So, letztes Thema. Ü- und Tauschpost. Prinzipiell tausche ich momentan nicht. Prinzipiell. Warum prinzipiell?
Ich habe jetzt mal bei so einem Gruppentausch aus der Facebook-Gruppe Bastel dich glücklich mitgemacht. Da hatten wir 4 ATCs zum Thema Winter gebastelt. Das Video ist, glaube ich, schon geschnitten. Lade ich dann jetzt nach dem Video noch mit hoch. Da habe ich mich halt mal dazu angemeldet und habe das auch durchgezogen. Und ja, aber ich habe momentan keine Zeit, keine Lust, größere Tauschpäckchen zu machen. Ich verschicke immer mal Ü-Post, vielleicht auch mal einfach nur eine Karte. Jetzt zu Weihnachten haben so ein paar Leute von mir ein Kärtchen bekommen und haben auch so eine Kleinigkeit, also manche so eine Kleinigkeit in den Reihen bekommen. Das war aber dann wirklich nur eine Karte, also ein A6-Umschlag oder C6-Umschlag mit einer Karte drin, was halt reingepasst hat. Oder halt einfach nur so eine kleine Aufmerksamkeit. Das ja. Aber ich habe momentan nicht die Kraft oder nicht die Lust dazu, mich hinzusetzen und aktiv für euch zu basteln. Das klingt fürchterlich egoistisch, aber so ist es halt momentan. Also ich bin, wenn ich was bastle oder wenn ich einen Tausch mit euch ausmache, dann möchte ich mich damit befassen und dann möchte ich die notwendige Zeit und Sorgfalt aufwenden können, um das für euch eben herzustellen und zu basteln. Das heißt, das kann dann auch schon mal sein, dass es 4 Wochen dauert oder so, ne? Oder ich hatte ja jetzt vor Weihnachten so ein paar ATCs fertig gemacht und habe dann aufgerufen und habe gesagt, hey Leute, guckt mal, das könnt ihr haben. Dann stecke ich die ATCs in den Umschlag rein und dann geht das zur Post und dann ist das gut. Ich habe mit der Mareike getauscht, die Mareike vom Kanal von Knatterbooks. Da habe ich einfach ein bisschen mehr reingepackt in den Tausch, weil ich so ein paar Pappenheimer habe, die hier einfach Kisten haben. Also da ist. Gibt so ein paar Leute, da steht dann eben der Name auf einer kleinen Kiste drauf. Und da schmeiße ich alles rein, was ich mir denke, was denen einfach gefallen könnte. Da kann ich ganz deutlich sagen, die Mareike ist so eine, meine liebe Niki ist auf jeden Fall so eine, die immer, wenn irgendwas mit Mixed Media, wo ich mir denke, boah, könnte auf irgendwas toll aussehen, dann schmeiße ich das in der Niki ihre Kiste rein. Die liebe Christina ist so eine, auch so eine, wo ich mir immer mal denke, boah, könntest du eigentlich der Christina mal mitschicken, die freut sich da bestimmt drüber oder die kann da bestimmt was mit anfangen. Also es gibt so ein paar Pappenheimer, die von bei mir eine Kiste haben. Ne? Also, wo halt reingeworfen wird und irgendwann, wenn ich Bock habe, geht das mal in den Karton, wenig eingepackt, weil ich halt nicht einpacke und dann geht es auf Reisen zu den Pappenheimern. Kommt schon mal vor. Aber das ist dann, geht dann von mir aus. Also da, ne, warten die nicht drauf oder da ist nichts ausgemacht oder sonst irgendwas. Man nennt es Ü-Post, also Überraschungspost. Ü-Post, die an mich geht, freue ich mich immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf Ü-Post erwartet man nichts zurück. Nur mal so. Ne? Also, wenn ihr mir eine Ü-Post schickt, dann freue ich mich darüber. Aber ich werde euch nichts zurückschicken, weil sonst wäre es ja eine Tauschpost. Und Tauschpost mache ich ja momentan nicht. Ich denke, das war schon einigermaßen passend formuliert. Denke ich. Also, Janine, falls du das Video siehst, du bekommst natürlich, wir tauschen schon seit April letzten Jahres, glaube ich, keine Ahnung, haben wir schon Kontakt. Du bekommst natürlich dein Harzbastel, deine Harzbastelsachen und ich hatte ja auch von Waltraud letztes Jahr dieses große Paket mit den Harzbastelsachen noch bekommen und hatte ja dazu aufgerufen, wenn jemand davon was haben möchte. Ich habe ein, was ist schon, glaube ich, auf Reisen gegangen, von der die kleine, sag's, diese Wabenmold, genau richtig. Die konnte ich in eine Bestellung mit reinpacken. Da hat die Liebe schon was dazu bekommen, also hat die Post schon bekommen. Da hatte ich ja aufgerufen, wenn jemand da Papierbastelsachen dagegen tauschen möchte, dass ich dann vielleicht auch der Waldraut wieder zukommen lassen kann. Das läuft natürlich noch, aber wie schon gesagt, momentan bin ich noch im Urlaub. Werde ich mich auch wahrscheinlich, vielleicht habe ich in der nächsten Woche noch Bock dazu und setze mich hier runter und packe kleine Päckchen und zeige die euch dann nochmal und dann kann sich jeder drauf melden. Aber prinzipiell passiert vieles halt erst wirklich ab dem 10. oder ab dem 11., weil ich mich halt einfach mit meinem Männchen momentan im Urlaub befinde. Also auch für Selbstständige ist es tatsächlich mal möglich, Urlaub zu machen. Genau, also Janine, für dich.
versuche ich mich wirklich, wirklich ernsthaft die nächsten Tage hinzusetzen und deine Tauschpost endlich fertig zu machen. Ich glaube, dein Päckchen ist schon seit Monaten fertig, das an mich gehen soll. Aber prinzipiell bitte keine neuen Tauschanfragen. Wenn ich zum Tauschen komme oder wenn ich tauschen möchte, dann melde ich mich bei euch. Dann kriegt ihr das mit. Oh, ich muss mal das Bein anders stellen. Oh, ich werde echt alt. Oh, Leute. Naja. Ja. Tauschpost. Also Ü-Post. Ne? Freue ich mich drüber. Ich muss. Oh, mein Bobo. Ich saß jetzt die ganze Zeit so mit Beinen nach oben auf meinem Steißbein. Da. Ja. Aber ich denke. Das sollte jetzt, also was ich jetzt da so angesprochen habe, sind ja keine Themen, die man, die jetzt irgendjemanden persönlich gelatscht haben sollen oder sonst irgendwas. Doch das eine mit dem Kommentar, den ich eingeblendet habe, ich habe ja alles andere unkenntlich gemacht. Ich hoffe, oh Gott, ich hoffe, ich habe den Kommentar überhaupt noch. Also ich habe das Bild dazu überhaupt noch. Ich denke aber schon. Ja. Puh, ich bin durch mit meiner Liste tatsächlich. Keine Ahnung, wie lange wir jetzt gelabert haben. Es sind so ein paar Teilvideos geworden. Ich habe immer mal so auf Pause gedrückt, weil ich keinen Bock habe, das alles nochmal zu erzählen. Prinzipiell gilt für 2021 alles andere, was 2020 auch war. Also wir basteln miteinander, wir vloggen miteinander, wir spielen miteinander, keine Ahnung, was auch immer. Ich bin dankbar, dass ich so viele ganz, ganz, ganz liebe Leute kennengelernt habe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe so viele Menschen oder so viele in meiner Community, die unter jedem Video kommentieren und wenn es nur ein Smiley ist. Und ich danke euch wirklich allen ganz, ganz herzlich dafür. Ich freue mich über jeden Kommentar, auch wenn ich oft eben, also mir ist es halt dann auch zu blöd, einfach nur dieses Herzchen zu geben. Keine Ahnung. Da muss ich mir dann wirklich den Rechner immer mal einschalten und muss sagen, so, jetzt wird hier Kommentare beantwortet und hast du nicht gesehen. Ja, schreibt mir wirklich, wirklich gerne unten in die Kommentare, was ihr sehen wollt in 2021. Da freue ich mich schon drauf. Wie schon gesagt, dieser transparente Shaker kommt. Vielleicht auch irgendwann die Tage. Am Mittwoch ist ja schon wieder Feiertag. Sehr geil. Ich mag Feiertage unter der Woche sehr gerne, auch wenn es Urlaub ist, weil da passiert gar nichts. Das ist super. Ja, der, also wie so, völlig hier Faden verloren, oder? Total bekloppt. Der transparente Shaker kommt, wie schon gesagt, und es kommt auch noch, das war gewünscht, ein Anleitungsvideo zu diesen Spinnen, die ich das letzte Mal im Shop-Update gezeigt habe. Da mache ich ein Anleitungsvideo dazu. Da ist nur ein bisschen das Problem. Da muss ich mal gucken, weil die Perlen, die ich dazu verwende, die habe wahrscheinlich, also die. Es sind jetzt keine Perlen, die ich bei Dorian Beats bestellt habe oder sonst irgendwas. Mal gucken, ob ihr die da oder ob ihr Vergleichbares eben zu Hause habt oder ob ich da irgendwas zusammenbasteln kann, damit ihr eben auch damit rumhantieren könnt. Genau. Also die Spinnen kommen und der Shaker. Die Spinnen und der Shaker. Jo. Hey Leute, 1000 Kilometer Video, oder? Mal gucken, was ich da jetzt alles zusammenfriemel und zusammenschneide. Ich mache jetzt hier mal Schluss, gehe jetzt mal nach oben. Mir ist eh kalt. Hier unten im Keller ist es immer relativ kalt. Wir kriegen dann heute Nachmittag noch Besuch vom Patenkind vom Männchen. Der kommt uns heute mal besuchen. Und dann schaue ich, dass ich jetzt das Video schnell noch zusammenschneiden kann und hochladen kann, dass ihr was zum Gucken habt. Ich wünsche euch, wie schon gesagt, einen guten Start. Also hoffe, dass euer Start ins neue Jahr ganz brauchbar war. Ich wünsche euch ein schönes 21. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und hören uns auch auf jeden Fall. Macht euch noch einen schönen Sonntag heute. Ich trinke jetzt hier, schlürfe jetzt hier meinen Rest Kaffee noch aus. Also ist nicht mehr viel drin, aber dann schlürfe ich jetzt gar aus. Und dann gehe ich Video schneiden. Soll ich mal meinen neuen Spruch für 21 einfallen lassen? Hinten nach. Nee, ne? Kopf hoch, Füße auf dem Boden ist doch geil, oder? Also Kopf immer schön hochhalten, ne? Und wenn ihr mit den Füßen schön auf dem Boden bleibt, dann ist, glaube ich, alles geritzt. Bis zum nächsten Video. Macht's mal schön gut.